Ich bin Franz Josef Strauß, strapaziert eure Nerven und erlebt mit mir eine Geschichte, die nicht nur mich, sondern auch die Geschichte Deutschlands geprägt hat. Mein Leben begann an einem sonnigen Tag, dem 6. September 1915, in München, Deutschland. Bereits in jungen Jahren entdeckte ich meine Leidenschaft für Politik und öffentliche Angelegenheiten. Die Welt befand sich im Umbruch nach dem Ersten Weltkrieg und ich fühlte den inneren Drang, meinen Beitrag zu leisten. Meine Familie war in der Politik fest verwurzelt. Mein Vater und meine Vorfahren hatten bereits Spuren hinterlassen. Dieses Erbe war meine Inspiration und mein Antrieb, in ihre Fußstapfen zu treten und die Geschichte zu gestalten. Als junger Mann trat ich der CSU bei und begann, mich in der bayerischen Politik zu engagieren. Es war der Beginn einer bemerkenswerten Reise. Mein Aufstieg war rasant und ich wurde rasch als politisches Talent wahrgenommen. Meine politische Karriere kannte keine Grenzen. Ich wurde bayerischer Innenminister und trug zur Sicherheit des Freistaats bei. Doch das war erst der Anfang. Der Weg nach oben war steil und von kontroversen Debatten geprägt. In der politischen Arena gab es keine Freunde, nur Rivalen. Ich stand in hitzigen Debatten und Konflikten, aber meine Überzeugungen ließen mich nie wanken. Ich kämpfte leidenschaftlich für meine Vision von Deutschland. Eine meiner größten Errungenschaften war die Mitbegründung der Bundeswehr und die enge Zusammenarbeit mit der NATO. Deutschland wurde sicherer und ich war stolz darauf, meinen Beitrag zu dieser Entwicklung geleistet zu haben. Das Schicksal hatte einen schmerzhaften Moment für mich bereitgehalten. Im Jahr 1970 überlebten meine Frau und ich nur knapp einen schweren Flugzeugabsturz. Diese Erfahrung veränderte mein Leben und hinterließ tiefe Narben, die mich für immer begleiteten. Ich blieb meinen konservativen Werten treu und verfolgte unbeirrt meine politischen Ziele. Deutschland war meine Leidenschaft und ich setzte alles daran, es zu gestalten. Mein Leben war eine Achterbahnfahrt. Ich habe gelacht, geweint und gekämpft. Doch ich habe nie aufgegeben, denn ich glaubte an die Zukunft Deutschlands und an die Bedeutung meiner Rolle. Was ich aus all diesen Jahren gelernt habe, ist, dass Überzeugung und Standhaftigkeit uns zu großen Taten antreiben können. Mein Erbe ist nicht nur meine Geschichte, sondern auch ein Teil der Geschichte Deutschlands. Ich hoffe, meine Lebensgeschichte hat euch berührt und inspiriert. Wenn ihr meine Geschichte genossen habt, teilt sie weiter und erinnert euch daran, dass jeder von uns die Kraft hat, die Welt zu verändern. Das war mein Leben, meine Reise durch die Wirren der Geschichte. Ich danke euch von Herzen, dass ihr zugehört habt. Möge die Zukunft genauso aufregend und bedeutungsvoll sein wie die Vergangenheit.